Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei Alice19 auf unserem Tier- und Agrarhof. Und hier wird es jetzt heute weitergehen auf der schönen Mühlenkreiskarte. Ich werde jetzt mal einmal ganz fix den Deutsch schnappen und mal ganz kurz gucken fahren, was mein Rapsfeld so sagt. Ob wir da Unkraut spritzen müssen, ob wir düngen können. Oder. Das Raps und das Gerstefeld. Das war jetzt Feld 45 und Feld 35. Das fahren wir uns jetzt mal ganz schnell angucken, damit wir wissen, was uns dort erwartet. Um dort halt auch gleich alles vorzubereiten. Denn wir wollen ja so viel wie möglich Ertrag runterbekommen. Gerade sagen, hier wächst schon wieder Unkraut, aber nee, das stimmt, das hatten wir ja im Livestream noch mit Unkraut ex bearbeitet. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall Unkraut spritzen. Düngen können wir auch noch mal probieren. Kalk bräuchte ich jetzt auch. Schauen, vielleicht heute auch gleich noch mal Kalk rüber. Benötigt, nee, das braucht kein Kalk. Hat noch keine Düngestufe und hat aber Unkraut. Frucht hat gekeimt, das ist schon mal ganz wichtig. Und was sagt sie hier? Frucht hat gekeimt. Und was hat auf mein Feld? Frucht hat gekeimt. Sehr schön. Gut, dann werden wir hier erstmal Dünger draufhauen, dann werden wir Unkraut draufhauen und hier auf dem Feld auch noch kalken. Sehr gut. Ich denke mal, mit Kalk werden wir anfangen. Arbeiten wir halt alles ein bisschen durch hier. Auch wenn man es eigentlich ja, vor der Bodenbearbeitung macht, aber ist egal. Ich will jetzt hier erstmal 100% Ertrag runterbekommen, deswegen machen wir das jetzt noch fix. Nützt einfach nichts, weil wir müssen schauen, dass wir so viel Geld wie möglich machen. Der Kalkstreu steht da noch. Und siehst du, ist der Wings gleich weggeräumt. So, der Helfer haut unser Mais drauf, das ist auch schon mal ganz wichtig. Schauen wir, ob wir noch alle dumme Stufen raufgekloppt kriegen auf den Feldern. Da wir schon teuer für die Felder bezahlt haben, wollen wir dann auch so viel wie möglich Ertrag runterkriegen, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal gesehen, in den Test der Mods ist mittlerweile auch wieder die Gold Quest Valley drin, ne? Das heißt, wir können dann auch in aller Ruhe demnächst wieder auf der Gold Quest Valley weiterspielen. Ich hoffe mal, dass man dann da auch überall bauen kann und sowas und vor allen Dingen auch sein Hafer verkaufen kann. Ich habe da ja noch ein bisschen Hafer im Lager eingelagert. Hoffen wir mal, dass es funktioniert nach dem Update. Aber wir gehen davon mal aus, dass es dann auf jeden Fall funktioniert. Aber den Hof werden wir jetzt trotzdem oben auf dem alten Haupthof von der Gold Quest Valley bauen. Weil wir müssen ja nicht einen Riesenhof machen. Den Tierhof werden wir nochmal extra. Den Dengi werden wir dann auf Feld 26 auf der Gold Quest Valley bauen. Aber den Haupthof lassen wir erstmal dort oben. Oder vielleicht bauen wir auch alles oben auf dem alten Haupthof. Mal gucken. Da werde ich mich schon zurechtfuchsen. Oder wie besser gesagt, weil die Karte ist ja definitiv wieder unsere Community-Karte.
Machen wir in der Folge mal gleich ein bisschen ein paar verschiedene Sachen, ne? Nicht nur ansehen, wie die letzten zwei Folgen haben wir ja fast nur angesehen. Gut, die Tiere haben wir noch fix mit verpflegt. Aber das war es dann auch schon. Toll war es jedenfalls nicht, was wir groß gemacht haben. Oh, das Feld werden wir uns, denke ich mal, auch demnächst dazu kaufen, aber denn wenn da keine Baumwolle drauf ist, dann kann man aus dem Feld dann nämlich eins machen. Dann werde ich, denke ich mal, hier draußen nochmal eine Wiese machen, dass wir wirklich genug Wiese haben zum Einlagern, zum Heu machen, für Gras. Und dann passt das. Dass wir die kleine Wiese da vorne für Gras nehmen, diese Wiese für Heu und die große hinten immer für Silage zum Einlagern. Ich denke mal, das könnte ein guter Plan sein. Ich würde mal sagen, aktuell haben wir auf der Karte wirklich schon, oder der Karte, unseren Stempel wieder aufgedrückt. Große Felder. Sind zwar noch lange nicht fertig, was die Feldgrößen angeht, aber wir drücken der Karte unseren Stempel auf. Feld gekalkt. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch wieder ein paar Folgen Bus-Simulator aufgenommen und Truck Driver, da sich das ja auch wieder gewünscht wurde. Wird also auch wieder die nächsten Tage hier auf dem Kanal erscheinen. Bisschen Bus-Simulator, bisschen Truck Driver. Auf dem PC habe ich jetzt noch Aufnahmen gemacht für Dings. Goldrausch werde ich auch demnächst bringen, weil ich finde das Spiel einfach geil und allgemein auch die Sendung. Und dachte mir, scheiß drauf, machen wir auch ein paar Let's Plays drüber. Und da dürft ihr mir natürlich auch Vorschläge machen, was für Spiele, wo ihr mal ein paar Let's Plays drüber sehen wollt, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und schaue ich mir an, was, ob die Spiele mir gefallen oder nicht. Und ob wir sie bringen, dürft, wie gesagt, dürft ihr mir mal gerne schreiben in den Kommentaren. Über Facebook, Instagram, Discord, PSN-Nachricht, mein Dings steht da drinne. Ist ja unten in der Videobeschreibung drinne, mein PSN-Name. Halt, da hinten bitte hin. Wir müssen alles in Ordnung halten hier, ne? Wenn mal zu Besuch auf dem Hof welche kommen, muss es ja auch alles ein bisschen ordentlich und systematisch hier stehen. So, schmeiße ich mir hier fix die Giftspritze ran. Ja, wie weit ist er schon? Der Lunge hat auf Feld 51. Ich muss aufpassen, nicht, dass er mir wieder rüber aufs andere Feld fährt. Das kennen wir ja jetzt schon. Na gut, da wäre Gott sei Dank nichts. Könnte er quasi gleich weitermachen. Aber wir kennen ja den Helfer, wie der Helfer immer so drauf ist. Aber aktuell schaut es ganz gut aus. Jetzt sagt der Pflanzenschutzmittel, das sollte für beide Felder reichen. Ahem.
Helfe F hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, jetzt muss ich mal ein paar Minuten warten. Jetzt mache ich erst das, weil ich muss der hinten ja auch wieder Vorgewende machen. Sonst sagt der Helfer ja wieder, ich habe meine Arbeit erfolgreich beendet und bleibt dann dauernd am Auto hängen. Aber das machen wir gleich in Ruhe. Jetzt machen wir erstmal das Feld hier fertig. Dann arbeiten wir mal das Pflanzenschutz auf. Weg ist das Unkraut. Geht zwar in Wirklichkeit eigentlich nicht so, aber was soll's. Ich finde es ja schon ganz gut, dass im Season Mod nicht immer gleich das ganze Feld voller Unkraut ist. Das ist wirklich halt so, wie es auch in Wirklichkeit ist, nur Flächen. Na, Flächen, ja, ist eigentlich quasi flächenabhängig ist, ne? Nicht die komplette Fläche voll ist, sondern stückweise. Das finde ich schon immer ganz cool jetzt im Season Mod. Wächst Unkraut, aber da haben wir ja noch kein Mais gesät. Das geht ja gleich jetzt los da drüben. Stimmt ja, so war das. Oh, nicht gegen Baum fahren. Lässt sich auch mal beschissen einschätzen mit diesen großen langen Dingen hier. Und dann können wir bald unseren New Hollands auf dem Feld ausrücken. Und jede Menge Getreide runterholen. Genauso wie ich es mir gedacht habe. Oder vorgestellt habe, besser gesagt. Das da am Rand ein bisschen aus nach. Gut, wenn am Rand jetzt ein kleines bisschen Unkraut wächst, ja mein Gott, dann ist das eben so. Ich hoffe mal, dass ich gleich noch einen Unterschied sehe, wenn ich düngen tue. Wenn nicht, habe ich glaube ich ein kleines Problem. Aber auch das sollten wir alles gelöst kriegen. Ja. So, erste Feld haben wir gleich, ist ja schön. Das Unkrautspritzen ist echt mehr eins der ja, ekelhaften Aufgaben. Man schafft zwar Fläche, aber das Maschinchen ist so langsam beim Fahren. Da dünge ich lieber mehrere Felder hintereinander.
Aber hier werden wir natürlich auch mal auf kurz oder lang gucken, ob wir so einen, den großen, die große Hardy-Spritze oder sowas uns erarbeitet kriegen. Da die Felder ja nicht kleiner werden, ist das natürlich, denke ich mal, vom Vorteil. Kurz ein bisschen einklappen, wegen rüberfahren. Ja, kann sich wieder ausbreiten. Die Welt auf jeden Fall schon ganz anders aus, ohne Unkraut hier drauf. Dumm, voll gegen den Baum gefahren. Ja, auf jeden Fall wird jetzt auch in den nächsten Folgen definitiv der Hof wieder ein kleines bisschen umgehen. Also der Hof selber bleibt so, aber natürlich den gesamten Untergrund noch ein bisschen ändern, weil einfach noch zu viel Pflasterfläche und einfach zu wenig Grün auf dem Hof ist. Haben natürlich auch schon viele bei Facebook unter den Bildern geschrieben, dass da wirklich noch ein bisschen mehr Grün drauf muss. Ist natürlich alles noch in Planung und wird auch noch kommen, definitiv. Denn der Hof sieht einfach noch zu sauber und steril aus. Aber das wird alles in den nächsten Folgen natürlich jetzt auch passieren. Aber gut Ding will Weile haben, oder wie heißt das? Wir müssen ja mal schauen, dass wir jetzt mal ein bisschen Geld dran scheffeln hier. Wir müssen ja noch ein bisschen Geld in der Hinterhand haben zum Pflanzenschutz kaufen, Saat wahrscheinlich noch wieder kaufen, Dünger. Kostet natürlich auch alles dementsprechend Geld. Und da müssen wir uns jetzt mal alles ranwirtschaften hier. Ja, dann sieht das doch schon mal gut aus. Dann wird in der nächsten Folge wird dann gedüngt und dann denke ich mal, werden wir in Sachen Forst ein bisschen unterwegs sein. Vor Bäumchen fällen, mal gucken, wie wir die abtransportieren, ob ich mir dann Forstanhänger für extra hole. Brauche ich auch irgendwas mit dem Front, gut, mit Frontlader, da könnte ich, die könnte ich sonst mit Teleskoplader aufladen. Mal schauen. Kriegen wir schon alles die nächste Folge hin, die nächsten zwei, drei Folgen. Knistert da hinten so im Hintergrund, als ob da irgendwo brennen tut, Alter. Ich meine, das wäre es ja noch, ne? Bis am Feld düngen und dahinter brennt alles. Aber gut, damit sind wir auch erstmal am Ende von dieser Folge. Wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, würde ich mich immer mega drüber freuen. Schreibt ein nettes Kommentar drunter und an die Neuen lasst doch gerne ein Abo da. Und damit bin ich raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.